Was sind das für Typen? Was haben die für komische Helme an? Ey, die sehen aus wie so komischen Bienentypen, weil die haben noch so komische Helme an. Die Typen, die halt Honig einsammeln, diese Bienentypen. Bienentypen. 4, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 4. So. Wie bleiben sie im Transferbereich? Ah, und das heißt, ich muss in der Nähe bleiben. So lernt man dazu, man muss in der Nähe bleiben. Das ist nur eine Kiste. Ah ja, ja, ich hab's jetzt gerade gesehen. Oder ich merke es jetzt gerade, er gesagt, dass hier das Ding zu zerstören ist. Yep. 4. Ah. 4 verkackt. 4, 3, 2, Ah. Beim letzten verkackt. Ah, ich muss jetzt abhauen. Abhauen, abhauen, abhauen. Okay, hier kann ich glaube ich sicher stehen. Ne, nicht wirklich. Aber hier. Komm, mach. Yay, ich liebe es. Und 400 Meter ist der letzte Laptop. Der krasseste Laptop, wo wir wirklich alles zocken können. Nicht. Können wir höchstens mal Pac-Man zocken. Ganz direkt verrecken. Oh, keine Muni mehr. Okay, jetzt habe ich wieder Muni. Oh, tut mir leid. Hab nichts anderes. 2, 4, 3, 2, 4. Verkackt, nein. Muss mal Dingens hier. Aufpassen, dass ich eingehe. Komm, download, download. Bah, so schlecht bin ich. Tut mir aber auch leid. Ich verhalte mich wie ein echter Ola, also bin ich ein Hippie. Nein. So, ey, komm, Kiste. Und da ist so ein... Ja, da ist wieder ein Spack. Ich mein Spack, go. Ja, der andere ist nicht getroffen worden. Komm, ins Gesicht. Muni aufheben? Ja, mal was. Oder auch nicht. Ach komm, machen wir noch eine Mission. Ich habe gerade Zeit. Der Mond muss warten. Okay. Der ist, boah, 3 Kilometer. Ah, hier ist die Pipeline. Aber ich glaube, dass die Pipeline gehört zu der einen, die ich gerade zerstört habe. Man muss der Pipeline-Spur folgen, ja. Man muss der Spur immer folgen, da findet man was Schönes zum in die Luft jagen. Jetzt kann ich wieder eine halbe Stunde lang mit dem Fallschirm fliegen. 2,3 Kilometer. Ich bin aus Versehen gelandet. Boah, das ist nett hier, eine freie Fläche. Hm. Naja. Hier müssen die was bauen. Was Großes. So, komm, 8. Ne, keine 8. 1,8. Ne, 1,7 irgendwas Kilometer. Baum. Geh weg, Baum. Komm, zieh. Mann, wie lange ist denn das noch? Zu weit weg, oder? Hier ist nirgendwo eine Straße. Also keine Gerade dahin. Sonst wäre ich ja gefahren. Ja, komm, 1 Kilometer. Ja, knapp 1 Kilometer ungefähr. Dauert nicht lange. Die Bäume, die verwirren mich gerade.
700 Meter. 600 Meter. 500. 400, 300. Jetzt wird schneller und schneller. Und wir sind da. Okay, jetzt sind wir da. So. Und ja. Ich glaube, das wird jetzt auch die letzte sein, die ich jetzt in der Aufnahme machen werde. Also, bei. Los geht's. Scorpio, mein Freund. Unsere jämmerliche Imitation eines Präsidenten hat für Panau ein Satellitenprogramm initiiert. Es wird die Erde unserer Vorfahren verbrennen und viel Geld kosten, das rechtmäßig den Ulas gehört. Außerdem hilft es der Panay-Regierung, alle Medien im Land zu kontrollieren. Wir wollen, dass diese Satelliten am Boden bleiben, vorzugsweise in kleinen Stücken. Ja, in kleinen Stücken heißt, alles in die Luft jagen. Wie ein Kilometer Titan hat nicht näher machen können? Oh man. So, ja. Jetzt müssen wir das Panau Space Center demolieren. Yay. Das hab ich aber jetzt noch nicht gesehen. Oder doch, hab ich das müsste man gesehen haben. Ich kann mich nur daran erinnern, ich war irgendwo in der Nähe von Raketen oder sonst was ähnlichem. Mehr kann ich nicht mehr erinnern. Ich glaube, doch, da war ich doch mal, oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich meine, da war ich mal. Irgendwo in der Nähe. Oh, wieder so eine Pipeline-Spur, aber die werde ich jetzt nicht folgen. Der werde ich jetzt nicht folgen. Ah, ja, ich, ah, ja, ja, jetzt erinnere ich mich dran. Das war ja hier eine, hier, das ist eine Sendemast. Das ist sie. Ja, ja. Karneval, die Gehirnwaschmaschine des schwachsinnigen Präsidenten. Zerstören Sie bitte diese Satelliten für mich, Zeradu. Naja, da Sie so nett fragen. Ja, ne. Ja, das ist der Sendemast, den ich einmal zerstören wollte. Ja, komm. Laber zu Ende. Rauf auf die Startplattform und die Satelliten zerstören. Verstanden. Ja doch, jetzt erinnere ich mich. Das war doch die, hier. Eine Sendemast, das ich zerstören wollte. Ja, ich bin ja, glaube ich, einmal mit dem Flugzeug durchgeflogen. Ja, wollte den Sendemast demolieren, aber hab irgendwie, ja, wieder voll verschissen. Dann kann ich nur noch erinnern. Sonst kenne ich von dem Gebiet hier irgendwie nichts. Und ich kann mich erinnern, dass hier Raketen standen. So, na gut, ich habe einen Raketenwerfer dabei, kann ich direkt mal voll ausrüst. Ah, scheiße, ich kann nicht näher ran zielen. Jetzt kann ich auch nichts mehr anpacken. Okay, jetzt. Zieh! Ich bin hier, in der Rakete. So. Aber für diese Satelliten brauchen Sie ein wenig mehr Feuerkraft, mein Freund. Wie ein wenig, also zwei. Das reicht ja wohl. Okay, sag mir, dass das reicht. Yay, hat gereicht. Eine erledigt, bleiben noch zwei. Ausgezeichnete Arbeit, Scorpio. Ich versuche zu erfreuen. Yay. Boah, nett. Ich werde jetzt, ich versuche mit den Raketen zu schießen. Ich weiß ganz genau, dass ich nicht treffen werde. Ja. Dann geht's hoch zur nächsten Rakete. Oder Satellit. Ja, Raketensatellit. Wie Count. Jetzt ist Countdown. Ja, nein, 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 nein. Oh. Beeilung, Scorpio. Der Countdown läuft bereits. Sie haben nur 10 Minuten bis zum Start, Zeradu. Ich frag mich, warum er das nicht direkt startet. Ja, viel besser. Alle verfügbaren Einheiten vorrücken. Komm. Jetzt gucke ich mir das von nah an. Jetzt sehe ich es. Live. Oh, wie diese richtig geile Explosion. Gut, sie sind jeden Penny wert. Und jetzt den letzten Satelliten, mein Freund. Ja.
Direkt mal abziehen. 2. 4 und 3, oder? 3. Na, dann. Nee, scheiße. Falsch. 2. Pech für dich, Compadre. Neun Minuten. Ich habe nur freilich Zeit. Yay, Schrott. Und den zweiten kann ich auch mal direkt zerstören. Kipp um. Okay, jetzt gibt das um. Ich dachte, das bleibt so krüppel stehen. Geh Schrott, bevor ich ankomme. Okay. Ja, komm. Brich auseinander. So, das letzte. Ja, ich wurde vom Ding getroffen. Ist das geil. Ich habe einen Helikopter, aber kein Flugzeug. Okay. In der Luft zerstören? Ah, da. Ist das nicht zu einfach? Wie geil, ich wurde. Ich habe das Ding zerschossen und schon fliegt ein Teil mir in die Fresse. Ja, das war richtig geil. Ja, du brauchst mich anzuschießen. Ich verlasse ja den Heli. Und. Zieh den Flieger ab. Drauf. Wie? Nein, 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 drauf, drauf, nicht an die Wand. Nein, schnell. Wie? 7. Wie? Was Start? Er gewinnt rasch an Höhe. Was? Ich bin tot. Ich gewinne reich an Tod. Ach, komm. Sag mir jetzt bitte, ich muss nicht wieder alles zerstören. Und wieder hinfahren. Hä? Und? Was ist? Verdammt! Sie ja. haben einen versteckten vierten Satelliten! Und die Startsequenz wurde bereits initiiert! Sie müssen die Rakete im Flug zerstören! Schnell! Suchen Sie sich ein Flugzeug! Im Hangar! Beeilung, Serdadu! In der Luft zerstören? Ist das nicht so einfach? So. Jetzt. Flugzeug. Wo ist denn da eigentlich? Oh, relativ weit weg. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, aber ich glaube schon. Wie, der startet jetzt schon? Oh. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aber wie soll ich denn das in der Luft machen? Oder wie sieht das eher gesagt aus? Oh, das sieht so aus. Was glauben Sie, mache ich gerade? Ja, das ist einfach geil. Das Ding startet und wir dürfen das nur abschießen. Oh, das ist aber. Ein Armee-Hubschrauber müsste in Kürze eintreffen. Nein, wie? Ich seh nix. Epic! Der süße Duft des Sieges. Sie haben den Ulas heute einen großen Gefallen getan, Scorpio. Ja, sicher. Ist ja nichts Besonderes. Ja, boah, das wäre wieder eine richtig geile Explosion. Geil, noch im Fliegen zerstören. Das ist geil. Kommission beendet. Und jetzt klatsche ich auf den Boden. Kann ich die Dinger noch demolieren oder will ich die schon? Nein, ich kann ihn demolieren. Geil, alle im durchgehenden Flug getroffen. Ja, wir haben ihn. Ich lande jetzt dort drauf. Wenn ich halt überlebe, dann. Yay. Wenn ich, halt, wenn ich sterbe, dann ist nichts Besonderes. Boah. Ich dachte jetzt. Ich dachte schon, es kommt jetzt. Boom. Und fertig. Ah, mit dem geilen Ausblick beende ich den Part und wir sind beim nächsten. Da ist der Helikopter, der uns gesucht hat. Es ist Abend. Und ja. Tschüss.